Mittel, Alter. Wir schreiben das Jahr 1208. Seit 10 Jahren herrscht Krieg um die Königskrone im Heiligen Römischen Reich. 2 Anwärter streiten sich. Auf der einen Seite der Welfe Otto IV. Von Braunschweig, auf der anderen Seite der Staufer Philipp II. Von Schwaben. Am 21. Juni 1208 betritt ein Mann mit mehreren Getreuen den Bischofspalast in Bamberg. Er schleicht sich zum Gemach des Königs, der gerade dort residiert. Er klopft an, der König, es ist Philipp von Schwaben, lässt ihn arglos ein. Wenige Minuten später liegt der Herrscher in seinem Blut. Das Schwert des Angreifers hat seine Halsschlagader verletzt. Die ganze Geschichte jetzt in dieser Folge. 1197 starb unerwartet Kaiser Heinrich VI. Die Reichsfürsten standen nun vor der Frage, ob sie dessen erst 3-jährigen Sohn Friedrich als Nachfolger wählen und für ihn vielleicht einen Regenten einsetzen sollten. Manche jedoch wollten sich gerne von der staufischen Dynastie abwenden. Als dann Konstanze von Sizilien, Mutter des kleinen Friedrich, in dessen Namen auf die Königskrone verzichtete, war der Weg frei für andere Anwärter. Der englische König Richard I., genannt Löwenherz, schlug seinen Neffen Otto von Braunschweig als neuen deutschen König vor. Die Anhänger der Staufer drängten nun ihrerseits Philipp von Schwaben dazu, sich zum König wählen zu lassen. Am 8. März 1198 geschah dies und Philipp von Schwaben wurde zum deutschen König gewählt. Am 9. Juni des gleichen Jahres wurde nun Otto von Braunschweig ebenfalls zu einer Art Gegenkönig gewählt und bereits am 12. Juli gekrönt. Und zwar in Aachen vom Erzbischof von Köln, aber nicht mit den echten Reichsinsignien, also mit Apfel, Zepter und Schwert. Das waren nur Nachbildungen. Am 8. September 1198 wurde Philipp von Schwaben zum König gekrönt. Mit den echten Reichsinsignien, aber am falschen Ort, nämlich in Mühlhausen in Thüringen und vom Erzbischof von Burgund. Nun hatten also beide Könige jeweils nicht die volle Legitimation für ihr Amt und es kam zum Krieg. Zu Beginn des Sommers 1208 schien ein Ende des Thronstreits in greifbarer Nähe. König Philipp sammelte seine Truppen zu einem Feldzug gegen seinen Rivalen Otto IV. Doch zuvor wollte er noch am 21. Juni die Hochzeit seiner Nichte Beatrix in Bamberg feiern. Nach dem Ende der Feierlichkeiten zog er sich in den bischöflichen Palast zurück, dem späteren Tatort, vor dem ich jetzt stehe. Er ließ sich zur Ader, damals ein gängiges Verfahren zur Entspannung und zur Gesundheitspflege. Er war allein in seiner Kammer, als um die 9. Stunde Pfalzgraf Otto von Wittelsbach mit einigen Getreuen den Bischofspalast betrat. Während die Männer warteten, schlich er sich bis zur Kammer des Königs. Philipp ließ Otto arglos ein und dachte sogar an einen Scherz, als er das blanke Schwert des Wittelsbachers sah. Doch der soll gerufen haben, dies wird kein Spiel für dich werden, und schlug zu. Er traf die Halsschlagader Philipps, der daraufhin verblutete. Otto von Wittelsbach gelang mit seinen Getreuen die Flucht aus dem Bischofspalast. War Otto von Wittelsbach ein Einzeltäter oder steckte mehr dahinter? Einer Theorie zufolge gab es eine Verschwörergruppe, zu der Landgraf Hermann I. von Thüringen, der Herzog von Brabant, ja sogar der französische König gehört haben soll. Und Ziel dieser Gruppe sei es gewesen, die staufische Macht, vor allem die Macht der staufischen Ministerialen in Deutschland zu brechen. Doch die Theorie ist in weiten Teilen wirklich weit hergeholt, denn tatsächlich war es ein viel profaneres Motiv, das Otto von Wittelsbach zu diesem Mord brachte. Denn im Jahr 1203 hatte Philipp von Schwaben seine Tochter Kunigunde mit Otto von Wittelsbach verlobt. Doch im Jahr vor dem Mord, 1207, brach er diese Verlobung wieder, denn mittlerweile hatte er seine Tochter dem Sohn des böhmischen Königs versprochen. Ja, und das hat wohl Otto von Wittelsbach so in Rage gebracht, dass er sich an dem König rächen wollte. Und wie ging es mit dem Mörder weiter? Nun, wie schon gesagt, Otto von Wittelsbach konnte zunächst entkommen, doch er wurde dann für vogelfrei erklärt. Und im Jahr darauf, 1209, wurde er erwischt und getötet. Sein Kopf soll in die Donau geworfen worden sein und sein Leichnam längere Zeit in einem Fass aufbewahrt, bis er dann von Mönchen des Klosters Indersdorf bestattet wurde.
Ja, eine spannende Geschichte um den Tod von Philipp II. Von Schwaben. Mehr Storys aus der Geschichte des Mittelalters findet ihr in der Playlist. Und wenn ihr wollt, abonniert doch gleich den ganzen Kanal. Ich würde mich freuen.